Nee, das daneben. Ah, mein Klappspaten. Das sind meine Videos. Manche besser, manche schlechter, aber alle sind von mir. Manche davon kennt ihr ja vielleicht. Also hoffe ich. Die viel wichtigere Frage ist aber, kennt ihr auch Animationsvideos von anderen kleineren Kanälen, die so ähnliches Zeug machen wie ich? Ja, also das hoffe ich auch. Da gäbe es zum Beispiel die Videos von Josie oder Tuba, Ilja, Kiru und so weiter. Ja, das sind auch ziemlich gute Kanäle. Ja, das waren auch keine zufälligen Beispiele. Also um diese Leute soll es heute auch gehen. Also merkt euch die mal. Und wenn Leute jetzt zufälligerweise die gleichen Interessen haben, kann es ja auch mal dazu kommen, dass man sich vielleicht austauscht. Auch wenn Nachrichtenschreiben ziemlich interessant ist, kommt einem da vielleicht doch die Überlegung, wie es wohl sein würde, den anderen mal physisch gegenüberzustehen. Ja, also so, im echten Leben. Also da, wo die Sonne ist. Ah, ich halte es jetzt kurz. Josie, Tuba, Ilja, Kiro und ich, wir wollten uns treffen. Und das auf einer Convention. Nämlich auf der Dokumi. Aber was ist überhaupt die Dokumi? So, also jetzt müsst ihr zuhören, jetzt erkläre ich was. Die Dokumi ist die größte Anime- und Manga-Convention Deutschlands, deren Themengebiet sich über Anime, Manga, Games, Cosplay, Fashion und viele andere Japan-bezogene Themen zieht. Das sagt wenigstens Wikipedia. Das Problem dabei ist, dass ich nicht wirklich in dieser Kultur drin bin. Anders gesagt, ich habe noch nie einen Anime geschaut. Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen, die cool animiert aussahen. Und ey, also ich animiere auch. Animes sind animiert. Beides animiert. Das passt beides. Also stand mir ja nichts mehr im Weg. Wie? Du willst ganz alleine zu dieser Convention? Hab ich das richtig gehört? Ach so. Meine Eltern musste ich auch davon überzeugen. Das ist viel zu riskant. Ja, komm, also ich mach doch sonst nie was. Jetzt hab ich mal einmal was vor und ihr sagt selbst, ich soll doch mehr rausgehen. Ja, aber dann reist du doch nicht gleich durch halb Deutschland alleine. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, genau. Warte, was? Wenn du dann den ganzen Samstag auf dieser Convention sein willst, also wann fährst du dann mit dem Zug los und wo schläfst du dann? Naja. Hallo, wie kannst du das gut finden? Ah, ich hab da einen Ort, wo ich unterkommen kann, ja, vertraut mir. Was? Aber wie willst du bei Fremden schlafen oder was? Boah, na super, oh, guck mal, er ist voll vorbereitet, er hat alles durchgeplant, also haben wir keinen Grund zur Sorge. Sag mal, wie bitte? Darf ich denn mal fragen, also wo du genau vorhast, unterzukommen? Da war ich nun. Am Bahnhof. Am Freitag. Am nächsten Tag treffe ich all die anderen, dachte ich mir. Aber Moment mal, ihr wisst ja noch gar nicht wirklich, wen ich überhaupt alles treffe. Ich habe euch die anderen ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ilja. Sein erstes Animationsvideo kam vor 5 Jahren raus, was heißt, dass er von uns am längsten dabei ist. Und er trägt anscheinend gerne rote Pullover. Josie. Sie hat ihr erstes Video einen halben Monat nach Ilyas erstem Video hochgeladen, was heißt, dass sie auch schon verdammt lange dabei ist. Und sie trägt anscheinend gerne rosa Pullover. Tuba.
Sie hat 3 Monate nach mir angefangen. Und falls sich das jemand fragt, ja, sie heißt wie ein Instrument. Außerdem wird sie auf der Dokumi mit Senpai Luca und einem NPC rumlaufen. War keine Ahnung, also den kenne ich nicht. Aber dieser Luca macht auch Videos. Anscheinend hat er sich auf der Dokumi ein Schwert gekauft. Kiru. Er hat 6 Monate nach mir angefangen. Und er ist fast 2 Meter groß und hat rotes Haar. Ja? Ja. Heyo, ich hab da wen auf der Straße gefunden. Hey! Man hat sofort erkannt, dass er das erste Mal in einer so großen Stadt ist. Er hat direkt am Bahnhof 8 Euro an einem Obdachlosen verloren. Hä? Wie das denn? Ja, hallo? Der tat mir so leid. Er hat mir ein Foto von seinen verhungerten Kindern gezeigt und so. Das waren vermutlich nicht mal seine Kinder. Oh, ja, das könnte natürlich auch sein. Wie man vielleicht schon an diesem Anblick erkennen kann, weil ich stehe in seiner Wohnung, hatte ich tatsächlich einen Plan, wo ich an diesem Wochenende der Dokumi unterkommen konnte. Ja, okay, also er hat Kiru mir einen Plan gegeben, weil er so nett war und mich am Wochenende der Dokumi bei ihm und seiner Freundin Annie als Gast aufgenommen hat. Ja, und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Wir haben uns davor noch nie im echten Leben gesehen und er hatte keinen Plan, wie ich aussah. Weil, also ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht denken kann, aber im echten Leben bin ich tatsächlich nicht nackt und habe auch tatsächlich Haare. Er hatte also keine Grundlage, mich zu erkennen. Aber wenn ich eine 2 Meter große Gestalt mit roten Haaren auf dem Bahnhof auf mich zukommen sehe, kann man vielleicht erahnen, wer ich sein könnte. Als ich dann bei Kiru angekommen war, zeigte er mir erstmal seine Wohnung. Yeah, Roomtour. Das ist die Küche. Das ist das Bad. Das ist das Schlafzimmer. Ui. Das ist das Wohnzimmer. Und das ist die erste Minute meines nächsten Videos, die du jetzt exklusiv sehen darfst. No way! Das ist richtig Sommer und als guter Deutscher machst du das, was man an den ersten warmen Tagen des Jahres immer so macht. Aber das war noch nicht alles. Er hat mir auch eine Roomtour durch seine Stadt Münster gegeben. Yeah, Roomtour, yeah, durch die Stadt. Das ist der Aasee. Das ist der Dom. Das ist die Kifferecke am Hauptbahnhof. Cool. Das ist der Hafen. Mhm. Und das ist ein Fahrradweg, der dich tötet, wenn du darauf gehst. Warte, was? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also, wieso sollte... Und jetzt kennst du diese Stadt genauso gut wie ich. Ja, Münster ist schon eine schöne kleine Stadt. So schön, dass ich oft überfordert war. Ich selbst kenne ja nichts anderes als Wiesen. Bubble Tea direkt an der Ecke. Der nächste Bubble Tea Laden ist von meinem Zuhause 50 Kilometer weit entfernt. Aber abseits von den ganzen neuen Eindrücken habe ich mich natürlich wie immer sehr selbstsicher und souverän verhalten. Ich kann mir das wirklich nicht mehr mit ansehen. Oh Mann. Selbstsicher und souverän, wie ich doch gesagt habe. Samstagmorgen, circa 7 Uhr. Ich stand auf, frühstückte mit Kiru und Anni, ging mit ihm aus der Wohnung, stieg in sein Auto und war... bereit. Bereit für das Ereignis des Jahres. Noch nie war ich auf einer so großen Convention. Allgemein war ich noch nie auf einer. Na dann, geht's jetzt los.
Da waren wir also. Ich, Kiru und ein Haufen von Leuten. Aber nicht irgendwelche. Die Leute waren kostümiert, trugen Cosplays, hatten bunte Haare, große Schwerter, lange Kleider, aufwendig hergestellte Masken und viel zu viel Lust auf dieser Convention, ihr Geld zu hinterlassen. Und das hat mich alles schon sehr beeindruckt. Die Dokumi fand auf dem Messegelände Düsseldorfs statt und verteilte sich somit auf die verschiedenen Hallen des Geländes. In Halle 3 war zum Beispiel die Artist Alley. Ja, da konnten Künstler ihre Kunstwerke ausstellen und so, ja, Künstler. In Halle 5 ging es um Gaming und kommerzielle Aussteller. Ich lese das gerade gar nicht ab, nein. Und in Halle 17 war der Signier-, Meet and Greet-, Content Creator- und VTuber-Bereich. Ja, das heißt also, dass man diese ganzen Influencer sehen, treffen, nerven konnte, keine Ahnung. Ich hab da einmal die Lara gesehen. Ja, so großartig war ich in der Halle auch nicht. Als Kiru und ich dann schließlich durch die Ticketkontrolle gekommen sind, wussten wir nicht wirklich, was uns als erstes erwarten sollte. Wow. Das ist groß. Wir gingen einfach geradeaus, guckten uns um und entschieden uns schließlich, in irgendeine Halle hineinzugehen. In Halle 5. Ey Jelle, da vorne ist ein Glücksrad. Da kann man dann den Shaker gewinnen. Lass doch mal hingehen, ich könnte noch einen weiteren Shaker gebrauchen. Ja, okay, ja, dann versuch mal dein Glück. Ja, okay, ich kann's ja auch mal versuchen. Das ist doch geskriptet. Yo, herzlichen Glückwunsch. Das wäre theoretisch ein Hauptgewinn, yeah. Aber ich habe leider keine Shaker mehr da, also nimm einfach diese 7 von diesen Energies und dieses Pulver und ach, keine Ahnung, Mann, ich will dieses Zeug doch nur loswerden. Ja. Ich komme bei der Dokumi an und habe gefühlt direkt im Lotto gewonnen. Also, dabei mag ich Energies nicht mal. Die Artist Alley. Überall coole Cosplays. Überall Stände von Künstlern. Und zwischendrin ich und Kiru. Und auch wenn die Artist Alley ganz interessant war, war ein anderes Thema für uns gerade wichtiger. Was meinst du, wann wir die anderen treffen? Also wir könnten ihnen ja mal schreiben, ja, also dass wir irgendwie... Hi! Hi, hallo Leute! Oder Josie findet uns einfach so. Ja, aber Kiru kann man ja auch nicht übersehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Es hat nicht lang gedauert, da hat Josie auch Ilja in der Masse gefunden. Yo, Ilja! Hm? Hey Leute! Wo kommt Ilja auf einmal her? Ich hab ihn gefunden. Und wer ist das da hinter dir? Ach so. Das ist mein Kumpel Halli. Er begleitet mich. Hallo. Ich bin Halli. Hallo, Halli. Aha, du bist also der Sidekick von Ilja. Ja, warte, was? Boah, dann haben wir ja schon fast alle getroffen. Jetzt müssen wir nur noch Tuba finden. Ey, Jelle, endlich sieht man sich mal. Oh ja, Ilja. Willst du einen Energy? Bitte? Unsere Truppe, Josie, Kiru, Ilja, sein Sidekick und ich, war nun fast vollständig.
Es hat nur noch Tuba gefehlt, die mit ihrer Gruppe da irgendwie rumgelaufen ist. Aber sie zu finden war anscheinend nicht so einfach, weil sie in unserer Halle 3 erst war, als wir schon die Halle wieder verlassen haben, um in Halle 9 zu gehen. Weil Freundinnen von Josie dort ein bald beginnendes Tanzbattle angucken wollten. Ja, und dann folgten wir. Tuba, wir sind jetzt in Halle 9. Alle. Alle. Digga, bleib jetzt mal dort. Yes, aber wir gucken uns ein Tanzbattle an. Da, wo es dunkel ist. Viel Spaß beim Suchen. Sich zu treffen würde nach dieser Veranstaltung, glaube ich, mehr Sinn machen. So um 13 Uhr. Du Hurensohn! Spaß, mein Handy wurde geklaut. Oh ja, das kann ja was werden, bis sie uns hier findet. Wir sind in Halle 9. Wo seid ihr? Ah. In der Mitte. Im Publikum. Wir sitzen. Unsere View. Die ganze Situation war schon ein bisschen stressig und unkoordiniert. Immerhin musste Tuba uns in einer Menschenmasse finden. In einer dunklen, großen Halle. Das klingt ja perfekt. Aber dann gab es einen Hoffnungsschimmer. Kurz danach haben sich nämlich hinter uns drei Personen hingesetzt, die verdächtig ähnlich aussahen wie Tuba, Luca und noch so ein random Dude. Ja, dieser NPC. Es hat also alles perfekt gepasst. Wir wussten zwar nicht genau, wie Tuba aussieht, aber das musste sie sein. Auch wenn sie das vielleicht anders sah. Ist das Tuba? Tuba? Oh Mann, warum hat sie nicht geantwortet? Also, das war sie doch, oder? Oder? Ich glaube schon. Hat sie Kiro nicht gehört? Wirkte so, als wollte sie uns ignorieren. Warum das? Sie will uns doch nicht pranken oder so. Ich werde die so pranken. Ich tue einfach so, als wäre ich gar nicht Tuba. Das war eindeutig Tuba. Denn neben ihr sieht doch genauso aus wie Luca. Das kann kein Zufall sein. Verdammt, Mann. Luca, die werden dich safe erkannt haben. Du machst alles kaputt. Okay. Oh Mann. Sollen wir sie nochmal fragen? Was machen wir denn nun? Und nun ist es endlich soweit. Das Tanzbattle beginnt. Lasst uns die Bühne räumen für die Startnummer 1. Die Squid Sisters. Euch nicht. Treffen wir uns also noch? Sitzt du nicht hinter uns? Nö. Also ich weiß ja nicht, ne? Ich bin jetzt ein bisschen komplett verwirrt. Aber ist sie das nicht hinter uns? Ich will mich nicht nochmal umdrehen. Stell dir mal vor, das ist sie nicht. Das ist aber viel zu peinlich. Junge, warum drehen die sich nicht um? Das ist voll langweilig. Okay, das reicht jetzt. Leute, wir sind in einer Krisensitzung. Was sollen wir machen? Tuba trollt einfach. Ist das jetzt Tuba oder nicht? Das muss sie sein. Wir wissen es nicht. Sie ist so am Trollen. Hallo, Leute. Ich bin auch dabei. Soll ich gleich so richtig laut mitjubeln, damit die meine Stimme hören? Habt ihr schon irgendwie ihre Stimme gehört? Also ich meine, ich hab da mal was gehört, also... Nee, ich hab noch nichts gehört. Ich auch nicht. Vielleicht ist sie es doch nicht. Wow! Yeah! Oh mein Gott! Wow!
ich bin Tuba, hallo. Ah! Will sich nicht jemand mal umdrehen? Ich müsste mich um 180 Grad drehen. Sorry, das ist mir zu awkward. Ach, kommt Leute, Tuba wird sich jetzt wohl nicht so einen ausgeklügelten Plan gemacht haben, um uns hier alle zu pranken. Das kann doch nicht sein. Luca, nimm du mein Handy und schreib für mich Nachrichten. Weil wenn sie sich umdrehen und ich keine Nachrichten schreibe, dann denken die vielleicht wirklich, dass ich das nicht bin. Okay. Dann ist so ausgeklügelt. Wie lang soll die Show denn noch gehen? Hä? Leute, Tuba und die anderen sind weg. Hä? Und mal wieder haben die Tänzer Beeindruckendes geleistet. Diese Performance lässt uns natürlich alle gespannt auf die nächste Truppe warten. Also begrüßen wir hiermit... Wo ist Tuba hin? Vielleicht war es gar nicht Tuba. Oh, was machen wir denn jetzt? Beruhig dich. Iss erst mal ein Schokobrötchen. Willst du einen Energy? Was ihr gerade gesehen habt, war absolute Überforderung. Niemand von uns wusste, wie Tuba genau aussah. Und wenn sie dann hinter uns spawnt in einer dunklen Halle und so tut, als wäre sie nicht sie, dann kann man vielleicht mal so ein bisschen... Ja, jetzt versucht euch hier nicht rauszureden. Ich hab euch geprankt, hallo? Ihr hättet euch doch mal umdrehen können. Das war so offensichtlich, dass ich das war. Hallo, ich bin der Erzähler, hier raus aus meinem Bild. Ihr wart so lustiger, ihr hättet euch sehen müssen. Okay, wir müssen da jetzt auf diese Situation nicht weiter eingehen. Auf jeden Fall war Tuba dann weg und wir entschlossen uns, die Halle auch zu verlassen und nach ihr zu suchen. Naja, also eigentlich standen wir dann wieder in Halle 5 rum und Tubas Truppe hat uns selbst dann gefunden, so. Hey Leute! Oh? Ja, okay, wir waren dann alle überrascht, sie schließlich zu sehen. Unsere Frage konnten wir dann auch schnell klären. Ihr saßt eben hinter uns, oder? Yep. Warum hast du uns ignoriert? Ich hab euch geprankt, Junge. Keiner hat sich umgedreht. So enttäuschend. Ach so. Das habe ich irgendwie so gar nicht erwartet. Ey Leute, wer ist eigentlich der da? Also, ich bin Halli. Er ist ein NPC. Ah, sag das doch! Oh, bevor ich es vergesse, ich hab für euch alle was. Seid ihr bereit? Noch nicht umdrehen, guckt es euch noch nicht an. Okay, jetzt. Ich hab euch gemalt. Ich hab euch ein kleines Porträt gebastelt. Oh, das ist so lieb von dir. Dankeschön. Oh mein Gott, wie cool. Danke, Tuba. Yo, Tuba. Danke, das ist echt nice. Und, Jelle? Hast du dir schon was auf der Dokumi gekauft? Nee, also bis jetzt hat mich hier noch nicht wirklich was zum Kauf überzeugt. Aber ich hab was gewonnen. Willst du einen Energy? Oh mein Gott, ich habe nur 3 Stunden geschlafen. So Leute, jetzt habe ich euch was geschenkt. Jetzt schenkt mir jeder seine Unterschrift, bevor ich wieder gehen muss. Hier, auf meinen Beutel. Los. Also dann, wir müssen weiter. Ich muss noch ein Bild mit Maluna machen. Ciao! Was machen wir jetzt? Die
Die Zeit schritt immer mehr voran, doch wir haben uns trotzdem nie satt gesehen an all den schönen Produkten und Kunstwerken, die man dort kaufen konnte. Und alles war viel zu teuer, meine Güte! Da wir aber alle Animatoren sind, hat uns etwas ganz anderes wie ein Magnet angezogen. Der Stand von Wacom, der Grafiktablets zum Ausprobieren ausstellte. Die sehen teuer aus. Es hat sich schon gut angefühlt, darauf zu zeichnen. Irgendwann, wenn wir reich und erfolgreich sind, holen wir uns auch so einen Teil. Boah, so ein Ding zu haben, wäre schon geil. Kero, lenk mal die ganzen Leute ab, die hier sind. Ich klau das Ding jetzt. Dann hatten wir auch langsam genug von der Artist Alley und wollten uns draußen an einem Stand etwas zu essen suchen. Während wir alle suchten und noch nichts fanden, fand Ilja hingegen eine umso größere Entdeckung. Oh mein Gott, Jelle, siehst du ihn? Guck nicht so auffällig. Da hinten steht einfach Rumatra. Oh Mann, ich würde ihn so gerne nach einem Foto fragen. Dann mach das, so eine Chance ergibt sich nicht so häufig. Nein, ich trau mich nicht. Sag mal, Ilja, hallo? Ich bin zu schüchtern. Ilja, also jetzt komm, wenn du es jetzt nicht machst, wirst du es später bereuen. Ich weiß nicht, das muss auch nicht unbedingt sein. Geh mir lieber zu Josie, Kero und dem NPC. Ich heiße Sally. Die haben schon was zu essen gefunden. Oh Mann. Es wurde langsam immer später und mir wurde klar, dass ich bisher nichts gekauft, nicht viel fotografiert und somit auch nicht wirklich viel mit der Gesellschaft der Dokumi interagiert habe. Ich muss jetzt irgendwas machen, dachte ich mir dann also, bis ich dann ein ganz bestimmtes Cosplay sah. Surfer Singed, ein Skin des Top-Laners Singed aus dem Spiel League of Legends. Ein Spiel, das ich leider viel zu viel spiele. Das ist der absolute Lieblingsskin von einem Freund von mir. Oh, es wäre bestimmt witzig, wenn ich diesen Typen nach einem Selfie fragen und es schließlich meinem Freund schicken würde. Das mache ich. Ilja, würdest du ein Foto von mir und Surfer Singed da hinten machen? Wer ist Surfer Singed? Alles klar, komm einfach mit. Na dann. Danke nochmal. Jelle, hast du gesehen, was da eben passiert ist? Wer hinter dir war? Wie, was meinst du, da war jemand hinter mir? Guck. Was? Ich wollte es erst gar nicht glauben. Während des Fotos hat sich Rumatra, Rumatra himself, Junge, hinter mich geschlichen. Rumatra, der Streamer, der Sidekick von Trimax, haha. Rumatra, der bei Seven vs. Wild mitgemacht hat und irgendwie einen Bachelor in Luft- und Raumfahrttechnik hat. Junge, Junge. Rumatra, der ist einfach hinter mir gespawnt. Er hat einfach das Bild mit mir und Surfer Singed gefotobombt. Man könnte jetzt sehr indirekt sagen, dass Rumatra ein Bild mit mir machen wollte. Ah, das werde ich jetzt jedem erzählen. Alle werden neidisch sein. Yo, Ilja, Jelle, ihr seht so aufgeregt aus, was ist passiert? Rumatra wollte mit mir ein Foto machen. Hä? Wer ist Rumatra nochmal? Oh Mann. Ja, und wie jedes schöne Ereignis musste auch dieses bald zu Ende gehen. Zwar hatte ich das Gefühl, alles gesehen zu haben, dennoch bin ich mir sicher, ich habe ziemlich viel verpasst. Allein wenn ich mir die ganzen Angebote auf deren Internetseite anschaue, kommt es mir so vor, als wäre ich gar nicht anwesend gewesen. Naja, immerhin war es ein aufregender, schöner Tag, an dem einige bekannte Gesichter letztendlich bekannter wurden. Und Rumatra hat mich hops genommen.
Danke, Tuba. Für das nette Geschenk. Und falls sich jemand fragt, warum ich auf diesem Bild eigentlich kein Strichmännchen bin und auf einmal lila Haare habe, ja, so hat Tuba sich mein Aussehen vorgestellt. Boah, lila Haare wären aber schon cool. Jelle, was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt, dass du bei einem Fremden übernachten wolltest? Die haben das ganz locker gesehen. Hey, das kannst du doch nicht ernst meinen. So, hab ich das gerade richtig gehört? Du willst durch halb Deutschland reisen, um bei einem 25 Jahre alten Mann alleine 2 Nächte unterzukommen, den du noch nie zuvor gesehen und übers Internet kennengelernt hast? Ja. Ja, na dann, viel Spaß dabei. Oh Mann.